Nachdem wir ein paar Tage in San Francisco verbracht haben, haben wir jetzt erstmal genug von den Großstädten und freuen uns darauf, wieder ein paar Tage in der Einsamkeit abseits des Trubels zu verbringen. Durch das karge kalifornische Hinterland, vorbei an den unzähligen Windrädern, fahren wir in den Osten. Bevor wir uns aber endgültig in die menschenleeren Weiten in Nevada verabschieden, wollen wir uns noch einmal durch die Menschenmassen kämpfen. Wie könnte man auch den Yosemite National Park auslassen, wenn man schon so nah ist? 300 Kilometer östlich von San Francisco liegt dieses weltberühmte UNESCO-Weltnaturerbe, das jedes Jahr ca. 4 Millionen Besucher anzieht. Und wir sind mittendrin. Diese beeindruckenden Granitfelsen, die das Herz eines jeden Kletterers höher schlagen lassen, können wir uns schließlich auch nicht entgehen lassen. Guten Morgen. Ihr seht, ich habe die Pudelmütze auf. Wir sind also im Kalten gelandet. Draußen hat es minus 2 Grad und der Schnee liegt. Gestern Morgen haben wir uns noch von Sabine und Micha verabschiedet, schweren Herzens. Sie brechen jetzt bald Richtung Norden auf und wir sind jetzt halt Richtung Yosemite Park gefahren. Wir brechen auf ins Yosemite Valley. Gestern sind wir eigentlich schon hineingefahren, auch eine extrem schöne Strecke. Und wir haben die Hoffnung gehabt, dass man im November einfach so einen Platz bekommt am Campground, weil ja Nebensaison ist und es viele Campgrounds gibt. Aber das war wahrscheinlich zu naiv. Die waren 3 von 4 waren, glaube ich, zu und der 4. war voll. Und die einzige Alternative für uns war dann, hier ein bisschen außerhalb zu einem First-Come-First-Serve-Campground zu fahren, mit einer kleinen Vertrauenskasse. Und haben jetzt hier für $28 die Nacht verbracht und fahren heute wieder runter ins Dorf, um da eine längere Wanderung zu machen. Wirklich das auszunutzen, den Tag, schönes Wetter, Sonne scheint. Und ich freue mich jetzt schon richtig drauf, dass wir noch mal ganz in Ruhe runterfahren können und da Zeit verbringen können. Aber wir sind heute früh dran, also wird es schon gut gehen. Was ich super interessant finde, ist, dass hier noch ganz viele Laubbäume mit grünen Blättern gibt, wo hier schon der Schnee liegt. Irgendwie eine eigenartige Kombi, da drüben auch grünes Laub und Schnee. Irgendwie komisch, oder? Grüne Laubbäume im Schnee, das passt für unsere europäischen Gehirne irgendwie nicht so ganz zusammen. Sie sind aber nichtsdestotrotz schön anzusehen. Schön anzusehen ist übrigens auch der gesamte Rest des Rundweges, den wir uns für heute vorgenommen haben. Er führt uns zum Mirror Lake, der seinen Namen alle Ehre macht. Mit Blick auf den legendären Half Dome geht es über den Tenaya Creek auf der anderen Seite des Yosemite Valley zurück zu den Yosemite Falls. Im Winter sind Teile des Parks übrigens aufgrund des Schnees häufig gesperrt.
Der Rundweg, den wir uns vorgenommen hatten, ist allerdings offen. Ich bin gerade sehr stark an Bauleg erinnert. Vorsichtig. Juhu! Überlebt! Auch wieder ein Visitor Center, das sich auszahlt. Hier sind vielleicht schon wieder so ein kleines Museum. Sticker haben wir schon abgestaubt. Und das Sticker? Ja. Ja. Ja, das echte. Was magst du lieber? Das war zu viel. Okay. Wir freuen uns ja jetzt gerade schon richtig darauf, den Park zu verlassen und uns hier anzustellen. Freust dich! Yay! So, wieder brav gewesen, 20 Kilometer. Sind wir zurück beim Dicken. Und der Kampf da wieder raus. Okay, da hat auch jemand spannend geparkt. Nach unübertrieben einer Stunde anstehen, verläuft sich der Stau endlich und wir können den Park wieder verlassen. Durch die Verzögerung ist es mittlerweile schon dunkel, was wir eigentlich vermeiden wollten. Die Big Oak Flat Road in den Norden empfehlen wir, mit einem großen Fahrzeug eher belicht zu fahren. Im Dunkeln ist die kurvige, teils enge Straße recht ungemütlich. Nach einer Nacht beim Smart Gulch geht es über die 120 auf die 49, die uns bei Jackson auf die 88 Richtung Osten bringt. Die kleinere 88, die wir der Interstate 50 den Vorzug gegeben haben, schraubt sich kontinuierlich nach oben auf die Sierra und wir stellen mit Yoda einen neuen Höhenrekord auf. Da ist kalt. Wir sind ja gestern noch über den Carson Pass gefahren auf 2,6 und wir befinden uns immer noch auf 1700 Meter Höhe. Aber dementsprechend kalt ist es auch, der Wind geht. Und wir werden jetzt mal weiterfahren. Heute steht nämlich ein bisschen Service an. Wir wollen Ölwechsel machen in Richtung Reno. Und ich muss jetzt ganz schnell wieder rein, weil es ist echt arschkalt. So, es ist mal wieder soweit. Zeit für den Ölwechsel. Da drüben läuft schon das alte Öl raus. Das habe ich schon mal. Ich darf jetzt mal ausreden. Wir sind hier bei Nevada Auto Diagnostics. Mitten im Nirgendwo. Also eigentlich nicht im Nirgendwo. Wir sind in Reno. Wir sind bei Reno oder in Reno. Es steht mal wieder im Wechsel. Öl haben wir wieder gekauft. Das gleiche wie beim letzten Mal. Ölwanne haben sie uns auch wieder mal gebohrt, super nett. Dann mache ich da drüben noch den Ölfilter und dann sind wir eh schon wieder fertig. Wenn man es mal gemacht hat, kein Hexenwerk,
wirklich kein Hexenwerk. Jetzt muss ich nur noch schauen, wo ich die Schraube hingeräumt habe. Ich Trottel. Ha, wäre gut, wenn man die nicht verliert. So, jetzt kommt der Astteil. Ölfilter. So, bewaffnet. Damit geht's einfacher. Gerade noch eine Filterklemme geborgt hier. Kommt auch auf meine noch zu besorgen Liste. So schaut's aus. Das war es auch schon. Das ging heute deutlich schneller als beim letzten Mal. Die beiden Dinge, die man schon mal gemacht hat. Jetzt bleibt nur wieder mal die Frage, habe ich die Kiste umgebracht oder nicht? So, ich habe jetzt noch Getriebeöl kontrolliert. Das schaut auch noch tiptop aus, da braucht man noch nichts machen. Das heben wir uns dann für Mexiko irgendwo auf. Ja, noch abschmieren und dann war's das. Reno geht es dann auf der Interstate 80 Richtung Osten. Jetzt heißt es nämlich erst einmal Strecke machen. Thanksgiving ist nahe und wir haben eine Einladung in Denver bekommen, die wir uns auf keinen Fall entgehen lassen werden. Aber ich werde jetzt hier mal sicher nicht spoilern. Da müsst ihr schon dranbleiben und wieder einschalten, wenn es mit Episode 5 wieder weitergeht.